Hallo, herzlich willkommen hier in Walderstadt. Wir schauen uns heute eine Doppelhaushälfte an, 200 Quadratmeter Wohnfläche. Fangen wir an. So, hier ist Küche mit Essbereich und Türe zur Ostterrasse. Das heißt, hier können Sie morgens frühstücken. Von der Größe her finde ich es ganz angenehm. So sitzen Sie nicht so gedrängt. Und auch schöner großer Essbereich, wo Sie mal mit 10 Menschen gut sitzen können, Platz haben. Also überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, offene Küche, wo man einfach sagt, man kann im Gespräch bleiben. Dann gehen wir weiter. So, dann kommen wir jetzt hier in den Wohnbereich. Was ich sehr schön finde, man kann es abschließen durch Schiebetüren, Ess- und Wohnbereich, also beide. Das heißt, Sie können schließen im Winter oder wenn Sie einfach mal Ihre Ruhe haben wollen. Was ich auch toll finde, was ich praktisch finde, sind die Jalousien, heißt es, nicht Rollläden. Die elektrischen, die haben wir hier auf der ganzen Ebene, geht alles elektrisch. Weiter können Sie hier auf die Terrasse, von der Terrasse geht es auch fast trockenen Fußes in die Garage. Da können Sie dann schön mit Freunden grillen oder auch mal einen Liegestuhl rausstellen und einfach mal die Sonne genießen. Dann gehen wir weiter ins Obergeschoss. So, angekommen im ersten Obergeschoss. Eine Besonderheit hier, Sie haben 4 Schlafzimmer auf dieser Ebene und ein Tageslichtbad mit Badewanne. Das heißt, ob Sie jetzt 4 Kinder haben oder Mama, Papa und 2 Kinder und noch einen Ankleideraum, aber das finde ich sehr besonders, dass Sie hier einfach 4 Schlafzimmer und Bad auf dieser Ebene haben. So, schönes Tageslichtbad. Wie erwähnt, gerade schon mit Badewanne und Dusche. Auch finde ich, kommt auch selten vor. Das heißt, der eine, der duschen will, der andere, der baden will, es gibt keinen Stress. Auch kein Nachbar kann Ihnen hier reinschauen. Finde ich von der Größe her und von der Lage sehr, sehr gut. Ja, dann gehen wir weiter ins Dachgeschoss. Wie ich finde, in die schönsten Räume von diesem ganzen Haus. So, im Dachgeschoss angekommen. Wird derzeit als Schlafbereich genutzt. Als Elternschlafbereich eben schlafen, Ankleide und eine große Dachterrasse bietet sich für Eltern als Rückzugsort an oder auch mal für große Kinder, wenn man sagt, okay, die sind alt genug, dass sie einfach ihren eigenen Bereich hier oben haben und auch so ein bisschen dann für sich sind. Und der Traum, die Dachterrasse. Gehen Sie einfach mal mit und gucken Sie es an. So, Dachterrassentraum mit einer herrlichen Aussicht. Hier sind auch gleich die Felder. Das heißt, Kinderwagen spazieren gehen, joggen oder einfach mal abends aufs Fahrrad und ab damit ist, glaube ich, hier total schön. Ansonsten Ruhe, Ruhe, Ruhe.